meine Lieben, willkommen zurück zu Stellaris und ja, wir schauen uns mal was an, was wir uns noch gar nicht angeschaut haben, was aber interessant sein könnte, im Situationsprotokoll, und zwar den Sieg, und schaut euch das an, wir sind Rang 3, also Platz 1 von allen uns bekannten Zivilisationen. Wow, unfassbar, oder? Die Hall. Wir haben sie alle hinter uns gelassen. Alle. Und wenn wir jetzt kämpfen werden, dann gehen wir gegen die Sirene. Und die Sirene sind Rang 5. Das heißt, es ist fast ein, wie sagt man, 6-Punkte-Spiel. Fast ein 6-Punkte-Spiel, Leute. Oh mein Gott. So. Jetzt, wie schaut es hier aus? Da haben wir eine arbeitslose Drohne und ein Gebäude. Das heißt, wir sollten mal ein bisschen hier was bauen. Annehmlichkeiten haben wir genug. Haben wir genug? Dann machen wir auch hier einen Generator-Distrikt. Machen wir mal 2. Den machen wir einen. Und dann graden wir die beiden Knoten hier ab. Und dann bauen wir nochmal einen Generator-Distrikt. Anschließend. Achso. Blödsinn. Müssen wir vielleicht mal hier was Neues bauen? Wir haben keine Maschinenmontageanlage. Ho. Hohoho. Keine Maschinenmontage. Das machen wir. Und wir werden aber die Maschinenmontage noch ein bisschen hochsetzen. Mhm. Genau, so. So rum. So rum machen wir das. Perfekt. Oh, Leute. Ach ja, auf der anderen Seite, wir sind jetzt über der Flottenkapazität schon kräftig auch. Teilweise. Okay. Da kann man wirklich nichts sagen. Okay, und dann verleiben wir uns nach und nach unser ganzes Reich hier in uns ein. Ja, und hier, dieses Forschungsschiff, wir kommen nicht mehr durch. Hm, blöd. Blöd gelaufen, weil die Gauner, die Admiralische Horde, uns hier dicht gemacht hat. Wir gucken uns jetzt nochmal. Was ist das hier? Garantie widerrufen. Panasu garantiert die Unabhängigkeit von Mitron Confederacy nicht mehr. Sehr gut. Alles Sachen, die für uns gut sind. Je mehr die kämpfen, desto besser ist es für uns. So, und jetzt die Admiralische Horde. Wo sind die Jungs? Oh je. Oh, die sind die Letzten. Oh mein Gott. Okay, Leute, puh. Was soll man dazu sagen? Auf jeden Fall, wenn man sich das anguckt mit den Ländereien hier und mit allem, das erinnert mich original an ein Go-Spiel. Wir werden mal Go spielen zusammen. Das angucken. Zusammenlegung mit Beta Prime Flotte, jawohl. Oh ja. Okay, und wir kommen halt dann von oben, gell? Wir kommen von oben. DNL ist Special wo? Project complete. Special Project complete. Wo ist es? Na gut, hochenergetische Dimension. Das Dimensionsportal auf Anchet Pur Prime führt zu einer Dimension aus purer Energie, von der ein kleiner Teil für den Eigengebrauch aus dem Portal abgesaugt werden kann. Die Verfahren, mit denen spezifische Energiepakete behandelt werden, können auch in Waffensystemen benutzt werden. Perfekt. Plasmabeschleuniger plus 25%. Wow. Klasse. Richtig gut. Gehen wir mal auf Situationsprotokoll und weiter auf die Anomalien. Hitziger Rhythmus. Huiuiui. Es gibt keine Flotte, die es erreichen könnte. Special Project complete. Hier gibt es überall keine Route. Für die ganzen Sachen gibt es keine Route. Moment. Mit der können wir gar nichts machen mit den Sachen oder sowas, okay. Dann würden wir doch mal hier gucken, oder? Dann gehen wir hier mal. Harem Hub 3A. Dann schicken wir mal ein Forschungsschiff. Na? Hat ein Forschungsschiff vor Ort. Gut. Wir brauchen ein Forschungsschiff vor Ort.
Forschungsschiff? Das Schiff kann da nicht hin. Warum nicht? Das kann aber hin. Also, okay. Construction complete. Auch wieder ganz woanders, oder? Also, jetzt so, stopp. Verlorener Mond. Die Geheimnisse von Beta 3a wurden endlich aufgedeckt. Eine detaillierte Untersuchung ergab, dass der Mond leicht schief steht und die andere Seite des Mondes einen überproportional großen Anteil an der Gesamtmasse hat. Oh. Der Grund dafür ist unserer Vermutung nach, dass Beta 3a einst einen anderen Planeten umkreiste, der bei einer kataklytischen Explosion vernichtet wurde. Die zusätzliche Dicke auf der anderen Seite von Beta 3a entstand dadurch, dass es diese Seite war, die dem ursprünglichen Planeten zugewandt war. Das zusätzliche Material ist Teil jener Masse dieses Planeten, das auf Beta 3a geschossen wurde, diesen aus einer Umlaufbahn katapultierte und schließlich in den Orbit von Beta Prime brachte. Wir mutmaßen, dass der Planet durch eine Waffe vernichtet wurde oder bei einem Versuch, eine Energiequelle zu erschaffen, die auf dunkler Materie beruht, da es hohe Konzentrationen hiervon in jenem Planetenmaterial gibt, das die andere Seite des Mondes bedeckt. Erstaunlich. Fügt Beta 3a ein, ist das wie halt Crow oder heißt das, gell, oder? Ja, hinzu brauchen wir momentan noch nicht. Okay, aber 250 Ingenieursforschung, Gott sei Dank. Und dunkle Materie-Kondensation. Ne, schon dunkle Materie. Fügt Beta 3a eine dunkle Materie hinzu. Perfekt. Jetzt gucken wir mal Beta 3a an. Ich weiß gar nicht, wo unser Heimatsystem ist. Es sieht alles gleich aus inzwischen. Beta. Beta 5, Beta 4, Beta 1, Beta 3a. Oh ja. Na dann füg's mal hinzu. Hat das hinzugefügt? Hat's gar nicht hinzugefügt, oder? Naja, gut. Egal. Was macht die Composite hier? Das kann nicht wahr sein, dass sie nichts macht. Du baust eine Sternbasis, mein Freund. Ah, und er ist direkt hier drüber geflogen. Das hat nicht gesteckt, die Befehle. Okay, ist nicht schlimm. Schaut euch Brasilia an. Oh mein Gott. Leute, was für ein System ist das denn? Hm? Was für ein heftiges System. 6 und was? Wie kann da plötzlich 26 sein? Oh mein Gott. Das wird noch mehr. System Survey complete. Das wird noch mehr. Brasilia ist ja. Okay. Nee, nee. Du, mein Freund. Du fliegst schon mal dorthin. Mhm. Was für ein System. Toll. Toll, aber heftig natürlich, gell? Ach ja, meine Lieben. Oh. Probleme auf dem Klo, ja. Technological acquisition successful. Richtig. Stopp. Jetzt gucken wir mal an, was wir hier bauen. Wir bauen 9 seltene Kristalle ab. Gut. 9 seltene Kristalle ist sehr gut. Die haben auch keine Robotermontageanlagen, die brauchen wir halt schon, gell? Und wir machen hier Upgrades. Na dann, was haben wir erforscht? Mineralienbergarbeiter plus 20%. Oh, oh, oh. Jetzt gucken wir mal gleich, wie das dann hochstellen wird Anfang des nächsten Monats. Construction complete. Stopp. Was können wir bauen? Die Sternenfestung? Super. Fusionsraketen? 100% Schilddurchschlag, das sind auch so echt brutale Sachen, gell? Da kann man nichts sagen. Baugeschwindigkeit Bewohner plus 10% und verbessertes Drohnenlager. Das machen wir. Wir möchten uns schneller bauen. Stopp. Jetzt haben wir hier Kazoo einverleibt. Da bauen wir die Forschungsstation. Wie immer ist Forschungsstation, dann den Rest. Und Frippit. Gradet auch mal ab. Wachposten, Minennetzwerk, ist alles relativ uninteressant hier an der Geschichte. Nicht wirklich spannend. Wir machen Forschungslabore, aber.
Ja, das passt schon, das bauen wir so, das ist gut. Lambda Prime Randplanet, die haben hier auch ein bisschen Sorgen, aber keine großen Sorgen, alles gut, okay. Wir sind dran, also es ist hier Wesen. Oh, und wenn man sich jetzt mal anguckt, die Sektoren. Na, dann haben wir hier, aber Construction complete. hier haben wir keinen Sektor, gell? Wenn wir jetzt hier Oxygrill vielleicht mal einen Sektor erschaffen würden. Oxygrill 4 vielleicht? Oh mein Gott, was ist eigentlich hier los? Primitive Welt. Was haben die? Steinpaläste, Job, Feudalherr, Krieger, Gelehrter, Kleriker, Wohnungen. Diese Zivilisation befindet sich derzeit in einer Art Eisenzeit. Sie haben sich über einen Großteil ihrer Heimatwelt ausgebreitet. Die Eisenfütterung und Schmiedetechniken ermöglichen ihnen die Herstellung primitiver, aber effizienter Werkzeuge und Waffen. Todesgott, Gesinnungsattraktivität plus 200% und sie haben primitive Wohnungen. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Ja, Leute, wie cool ist das denn? Und Armeen? Hier, mit Stärke 5 haben die drei Armeen, naja. Klar, die haben da drei Armeen in Oxkrill. Oxykrigli, perfekt. Junge, krass. Krass, krass. Rivalität beendet. Wu Authority und Jomar Dynamics. Megakonzern, die haben. Okay. Ja, nee, wir bauen jetzt keinen weiteren Sektor. Wir lassen das mal noch. Construction complete. Lambda wird gebaut. Das ist in Ordnung. Na. Gut, Kasu-Bergbaustation bauen. Die Composite macht nichts, auch schlecht. Die wird jetzt bauen. Dareb direkt neben Alpha Prime und da hatten wir das noch nicht gebaut, sicher. Ehrlich, oder irre ich mich? Na gut, wir sind da vielleicht in die Richtung nicht ausgebreitet. Wir hatten uns in diese Richtung nicht ausgebreitet, na dann. Priscilla, schaut's euch an. Gibt's ja gar nicht. Jungs, Construction complete. ihr habt uns beschimpft. Ja, Uva Xavani. Special project complete. Okay, Weltraumamöben für immer. Weltraumamöbe, ja, forever. Na dann. Eine Weltraumamöbe wird gewöhnlich von einer Handvoll halb unabhängiger Geiseln begleitet, die zur Verteidigung und Objektmanipulation verwendet werden. Die Amöben und ihre Geiseln teilen sich keinen Geist. Erster verwendet stattdessen mit RNA übersäte Sekrete, um letztere für Aufgaben mittlerer Komplexität zu programmieren. Wow. Ausweichen plus 5% für die Geisel. Bewegungen, na dann. Gut. Ramses 3 Flotte bereit, Beta Flotte bereit und Alpha Flotte bereit. Also, meine Lieben, wie heißt du überhaupt? Serene. Kontakte, oh ja. Serene, QRS. Und technologisch aber ebenbürtig, gell? Krieg erklären. Diplomatic alert. War protocols initiated. Oh ja. So, jetzt, oh Gott, wir kommen dreifach. Und wieder können wir noch nicht durch. Na dann. Und go. Die Composite auf Polymer, die macht nichts weiter momentan. Gut, dann holen wir uns den Abyss. Oh mein Gott. Ich sag's euch, wir werden böse kämpfen hier. Hostile stationary asset engaged. Schwach. Und mit schwach meine ich richtig schwach. Ist ja kein Kampf hier. Okay.
erste Schlacht erledigt. Und die anderen beiden, wie schaut es hier aus? Auch gut. Und beim dritten? So überlege ich mir, dann gehen wir lieber hier hoch. Ramses, was ist da los? Auch nichts, auch gut. Na dann gehen wir hier runter und dann da hoch. Okay. Oh Leute, wir putzen euch weg. Was soll ich sagen? Wir putzen euch richtig weg. Ihr habt ja gar nichts entgegenzusetzen uns. Oh Mann. Frippet ist am Bauen, passt. Hier die Schlachten. Ja, es sind ja keine, Schlachten. Jetzt gehen wir doch geschwind hier rüber, weil wir uns nachher ärgern dann. Na, und das kriegt jetzt halt alles direkt auf unsere Reichsausbreitung. Aber wir haben vorgesorgt mit der Reichsausbreitung, das passt schon. Construction complete. Gut, da haben wir eine 5000er Flotte. Da wird's blöd. Flottenkampf. Flotte Ramses 7. So. Gehen wir in den Flottenmanager. Ramses 7 hat Probleme. Und dann werden wir die jetzt upgraden. Und hat Ramses 7 aber auch einen Admiral? Hat keinen Admiral. Ramses 7 wird nach dieser Schlacht den Admiral bekommen. Mhm. Und zwar jetzt. Rekrutieren. Wen nehmen wir? Waffenreichweite, Feuerrate, Unterlichtgeschwindigkeit, Unterhalt. Wow. Aber gute Frage. Ich würde fast Feuerreichweite und Unterlichtgeschwindigkeit nehmen als die Waffenreichweite. Und wir gehen hier rüber und, ja gut, Savomia ist ja mächtig. Wenn wir in Savomia kämpfen würden, ja, müssten wir uns keinerlei Gedanken in irgendeiner Form mehr machen. So, wo sind unsere Armeeschiffe? Und wir müssen außerdem auch nochmal Armeen ausheben. Das müssen wir schon machen, gell? Vielleicht hier gerade da Fool's End. Rekrutieren. Machen wir mal 10 Stück. 10 Stück wären 900 Tage, wenn eine 90 Tage dauert. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. So, Beta Prime Generatorwelt. Da können wir einen ganzen Haufen Upgrades starten. Bauen wir hier mal einen Distrikt dazu. Frippet, gut, wird ja abgegradet. So, Judgment. Die Welt Judgment Generator Welt. Construction complete. Oh, wir haben keine. Technological acquisition successful. Wir haben keine Mineralien mehr, wir müssen sparen. Mein Gott. Gut, wir haben die Wurmlochreise entdeckt. Na, sowas. Ermöglicht den Abbau 42 Monate von dunkler Materie, das machen wir auch mal. Okay, gut, wir haben jetzt auf großem Fuße gelebt mit unseren Mineralien. Stopp. Die kommen hier doch darüber. Habe ich falsch eingeschätzt. Doch, wir gehen da hoch, das passt schon. Dann können wir Tiam holen. Hostile Fleet Assets engage. Ja, alles gut. Alert, Station engage. Alert, Spaceport engaged. Ja, ja, alles im grünen Bereich. So. Hier bitte, gehen wir da runter. Gut, System Survey complete. Hier ist halt Lambidus, ja, bisschen blöd dann. Aber okay, oje. Versuchen hier rüber zu fliegen. Spaceport deconstructed.
Weiß ich auch nicht so genau. Lambidus ist zu schwach, um das abzuwehren. Aber wir kommen schon. Oh, da kommen unsere Verstärkungen. Oh. Und jetzt gehen wir komplett hier rüber. Und du gehst nach Rukba und dann wird gekämpft. Okay. Die Wur haben die Ethik geändert. Die sind Xenophiler. Die werden alle Xenophil. Da wird gar keiner Xenophob. Na dann. Ja, und ihr fliegt auch schon rüber, also passt doch. Passt doch perfekt. Na, und jetzt können sie nach Hause. Dann fliegt man nach Hause. Wow. Da haben wir einen Kampf. Wie seid ihr aufgebaut? Ihr macht ganz viel Panzerung und ganz wenig Schildschaden. Ah, okay. Gut. Na dann, wenn sie mal durch die Schilde durch sind, dann haben wir ein Problem. Bis es dazu kommt, sieht's noch gut aus. Gut, wir scheinen die richtig zu dominieren. Die haben aber auch ein paar dickere Schiffe dabei, oder? Ne, ja, Kreuzer, die haben Kreuzer dabei, die Loxton-Klasse. Oh, der Kreuzer kriegt auch böse schon mal eine rein. Oh mein lieber Mann. Kreuzer vernichtet, schlecht für sie. Oh. Uhu. Jungs, versucht ihr zu fliehen? Ne, oder? Immer noch gut aus, oder? Oh je, Leute. Ich glaube, wir haben die Flotten von denen vernichtend geschlagen. Mhm. Richtig vernichtend. Planetary Surface Settlement established. Mein lieber Mann. So, stopp, halt. Hier, Achtung. Gefahr, Gefahr. Wir haben keine neue Alpha-Hub, was ist ein Alpha-Hub? Keine neue Produktion. Einigkeit, Produktion, Auswerter plus 15%. 15% mehr Einigkeit. Hier. Na gut, 15% von nichts ist auch nichts. Einigkeitsmäßig sind wir jetzt nicht die allergrößten. Die allergrößten Jungs, gell? Aber hier, da würden sie beim Simulationszentrum würden die Einigkeit produzieren. Gehen wir mal da drauf. Was ist das? Nicht ausgegebene Staatselementspunkte. Also, wir können jetzt ein Staatselement uns kaufen. Wir haben noch ein Staatselement. Okay, jetzt was nehmen wir? Was gibt's denn? Kriegsbots, Armeeschaden erhöht. Mhm. Reichsausbreitung von Bewohnern minus 20%. Ich finde das ja schon wichtig jetzt auch, gell? Wartungsdrohnen produzieren eine zusätzliche Einigkeit, auch stark. Forschungsalternativen, Unterhalt niedriger. Kosten von Distrikten, das finde ich jetzt alles nicht so. Ingenieurforschung 20% erhöht, okay. Mineralien von Bergarbeitern plus 1. Fabrikübertaktung und einheitlich geschlossen, monatliche Einigkeit plus 15%. Na, wenn wir jetzt halt auf die Einigkeit gehen wollen, gell? Ha! Was machen wir da? Ich finde sie irgendwie alle gut. Ja. Ich finde sie alle gut. Aber wir machen vielleicht die die Einigkeit. Dass wir friedlich auf Einigkeit gehen und da uns dann die ganz großen. Das machen wir. Moment, wir haben jetzt Einigkeitproduktion von 38. Mal gucken, auf was wir dann kommen.
Puh. Brauchen wir mal diese Stationen. Hier graden wir ab. Da haben wir 6 verfügbare Jobs, okay. Ablink, Wachposten, Chemieanlage, Bioreaktor, das ist alles nicht, was ich jetzt gesucht habe. Ja, sowas würde ich doch auch nochmal auf Forschungslabore gehen. Und hier bei der Tut mir leid, Welt. Da bauen wir, da gehen wir auf Bergbau. Ah, wir haben kein Geld mehr. Schon wieder kein Geld mehr. Okay, gut, wir hauen ja auch richtig raus. Das passt schon. Planetary Surface Settlement established. Gut. Alert. Hostile Fleet Assets detected. Und wo? Und wie viele? 1-4. Hier unten. Okay, will der zu Ramses oder was? Dann würden wir hier tatsächlich anfangen, umzubauen. Und da haben wir den Horchposten, das passt schon. Verteidigung. Hangarplattform. Und dann upgraden. Ja, ne, Ramses muss jetzt abgegradet werden. Jetzt ist die Zeit. Jetzt gehen wir auf den Markt, kaufen uns mal eine Handvoll Mineralien und gehen auf die Kolonie und da brauchen wir die Robotermontage. Perfekt, und auf Tut mir leid. Bauen wir. Ha. Gute Frage. Eine synthetische Kristallanlage. Okay. Oh wow, 5-8. In Ubilea. Da haben die auch wieder nichts. Der Kampf wird auch ganz schnell vorbei sein. So, hier unten haben sie Flotten. Jetzt stopp, jetzt müssen wir mal tauschen. Jetzt haben wir die Ramses-Flotte. Nein. Du, mein Freund. Ramses-Flotte, okay? Gehst hier hoch. Beta-Flotte. Genau, die geht zum Reparieren rüber. Die Ramses-Flotte ist ja voll. Okay, so machen wir's. Und dann sollten wir mal gucken, die könnten auch da runter dann kommen. Das war dann schon... Ja, wisst ihr was? Wir lassen das. Wir lassen das. Unser Freund Ramses geht hier runter. Und die Beta-Flotte, die repariert. Ja, so machen wir das. Okay, ja, so. Scheint es mir mehr Sinn zu machen. Scheint mir besser zu sein. Okay. Jetzt gehen wir rüber und holen uns das Konstruktionsschiff. Kontakt hergestellt. Die Xura Corp. Sie haben unsere Sprache erfolgreich übersetzt. Oh, wow. Willkommen bei der Xura Corp. Wir werden euch vernichten. Jetzt gucken wir mal hier rein. Beim Situationsprotokoll Sieg. Wir sind immer noch oben. Okay. Na dann. Ich warte ja noch auf dieses eine Reich, auf dieses Volk, was uns dann gefährlich wird. Gut, Problem gelöst, dann nehmen wir das hier halt auch noch mit. Planetary Surface Settlement established. Technological acquisition successful. Wenn wir jetzt hier schon alle zusammen sind, gell? Alert. Hostile fleet assets detected. So, nehmen wir den auch noch mit, da kommt jetzt Hantaron dran. Was haben wir erforscht? Baugeschwindigkeit, Bewohner plus 10%. Ja, nice. Sehr geil. Nanolegierungsgießerei, Habitat, Mineralverarbeitungshub, Baugeschwindigkeit, Zerstörer. Ja, wir gehen auf die Wirtschaft jetzt, die brauchen wir.
Okay, Beta-Flotte ist 100% einsatzbereit. Perfekt. Dann gehen wir hier rüber. Ja, da haben wir die Griswold und die Waldemar Fleet. Mein Dackel Waldi, was würde er dazu sagen? Und da oben haben wir gar keine Fleet. Auf Sackquist. Da warten wir mal, bis wir gemeinsam da sind. Flottenkampf. Oh je. Oh je, Leute. Da geht ja gar nichts bei euch. Brutal. Die Vlur 32.000 Stärke. Da wird ein Kampf dann durchaus gefährlich, wenn wir mal daneben schießen, gell? Und die Vlur uns angreifen würden, dann gute Nacht. Oh meine Güte, das wäre natürlich richtig mies. So. Stabilität auf all unseren Planeten um 5% erhöht. Könnte gut werden. Oder Maschinenanführer erleiden zu 50% weniger Ausfälle. Ja gut, Stabilität sieht prinzipiell bei uns gut aus. Müssen wir uns gar keine so Gedanken machen. Unterhalt um 20% drin, alles Blödsinn. Die Maschinenanführer, die machen wir jetzt mal richtig unsterblich, die bleiben uns dann auch erhalten, ja. Das ist dann auch unsere Stärke, dass wir solche mächtigen Monster da haben. Ship fragments dissected. Gut. Das sind jetzt beide Flotten. Dann gehen wir nach Sackwitz hoch. Und da haben wir schon gebaut. Da müsste er sich aber noch im Bau befinden. Bei Fool's End. Armin, ja, Alert. Hostile fleet assets detected. Wird noch gebaut. Okay, gut. Wow. Sackwitz. Du bist dran. Hostile fleet assets detected. Technological acquisition successful. Aha. Gehen wir jetzt nach Aesir und ihr geht schon nach Sackwitz. Ja. Ihr geht schon Alert. Nach Sackwitz. Station engaged. Stopp. Ah. Nein, machen wir nicht. Meine Freunde. Wir gehen rüber nach. Construction complete. Nach Turm, ja, da gehen wir rüber und so machen wir das so. Was haben wir erforscht? Wir haben das Simulationszentrum, das war für die Einigkeit. War das wichtig? Genau, ist auch gut. Flottenkapazität ist jetzt wieder für uns wichtig. Verwaltungslimit? Ganz und gar nicht wichtig. Schau, oh mein Gott, was ist da explodiert? Ich habe das gar nicht gemerkt, wir konnten das so explodieren. Also Flottenkapazität selbstverständlich erhöhen. Oh ja. Gut, Olimar erledigt. Gehen wir nach Dentis. Und hier die Transportflotte zählt. Also Leute, die sind total. Die Serenen, oh mein Gott. Da fällt mir gar nichts ein dazu, die Armen. Aber hier, diese Schlachten da, die halten mich echt davon ab, hier unsere. Unsere Möglichkeiten hier auszuloten, weiter zu verfolgen, hier zu bauen. Ja.
Kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Na komm schon. Oh, der Befehl wird bereits ausgeführt. Na dann gehen wir hier runter. Wo bist du? In Haremhab? Okay. Ah, da gibt es jetzt aber wenig zu tun. Das muss man schon sagen. Fliegen wir mal darüber. Und dieses... Oh Gott. Perfekt, Leute. Es ist perfekt. Schaut euch das an. 26 bringt uns dieses System. Das gibt es ja gar nicht. Darf ja gar nicht wahr sein. Executing Evasion Protocol. Gut, die Flotten, die gehen mal hier schön ganz darunter. Nach Sayu. Na dann. Würde ich aber trotzdem sagen, wir splitten mal auf. Und zwar würde dann die große Flotte, die Ramses-Flotte, okay? Die guckt hier unten vorbei. Und die Beta-Flotte bewegt sich in diese Richtung weiter. So machen wir das. Die schließen wir mal zusammen. Go. Sehr gut. Und bewegen sich nach Quastan. Oh Leute, ist ja heftig. Oh Mann. Darf man wieder gar keinem erzählen. So. Jetzt hier Ralphol. Construction complete. Fliegen wir schon mal rüber. Was haben wir hier gebaut? Oh je. Bergbaustationen bauen. Ha! Unfassbar. Richtig unfassbar. Holen wir uns Aschtik. Und schlachten natürlich haushoch gewonnen. Nicht mal dran denken. So, hier wichtiger Kampf jetzt. Na dann lasst die nicht fliehen, Leute. Lasst die nicht fliehen. Nein, dürfen nicht fliehen. Bitte. Migrationsabkommen, okay, sowas haben wir ja nicht. Construction complete. Jawohl. Wir sind in den Kampf gekommen. Und die haben ein Schiff von uns zerstört. Das gibt's ja gar nicht. Leute. Construction complete. Und von denen, die fliehen alle, die konnten wir gar nicht vernichten. Darf ja nicht wahr sein. Ja, da gehen wir runter nach. Da gehen wir runter nach so. Hier haben wir Katana. Ich kann das schon gar nicht, das kann man gar nicht alles mehr so benennen, wie man das eigentlich benennen können sollte. Ist ja fürchterlich. Sorry, tut mir echt leid, aber... Gibt's ja gar nicht. So, jetzt geben wir noch ein paar Expansionen in Auftrag. Was haben wir hier? Zufriedenheit und Bewohnbarkeit, Wachstumsgeschwindigkeit erniedrigt. Das macht uns ja nicht viel aus. Wir sollten mal ein bisschen gucken, dass wir... sowas hier kriegen, dass wir auf Dinge halt kommen, hier auf Mineralien, die brauchen wir. Hier Imutin auch nicht gerade eine große Welt. Kajubus haben wir schon erledigt. Sollte da eigentlich ein Haken kommen, gell? Das wäre natürlich schon gut.
Und da gehen wir auch hin. Ja. Ja, so. Konstruktionsschiff noch was in Auftrag geben. Hier, Bergbaustation, perfekt. Forschungsschiff lassen wir mal vorerst noch außen vor. Unser neues Gebäude auf Alpha Prime. Oh Gott. Guckt euch dieses brutale Ding an, ey. Wir machen aber nicht den Reibach, den man sich vorstellen könnte, gell? Muss man auch sehen. Wir könnten hier, wir kriegen 251 raus, ist schon gut, aber da können wir das schon mal auch besser vorstellen. Fortgeschrittenes Kraftwerk oder diesen Bioreaktor? Gute Frage. Legierungsgießerei brauchen wir momentan nicht. Wir machen noch einen Bioreaktor rein. Und verbessern die Gebäude hier. Die Legierungen machen. Kostet dann 40. Okay, so machen wir das. Also, meine Lieben, hoppla. Falschen Knopf gedreht. Nein, Jota wollen wir auch noch. Jota wollen wir natürlich nicht außen vor lassen, ist ja klar. Da brauchen wir eine Wohnung. Dann bauen wir eine Wohnung und als Gebäude. Ja, wir wär's denn gerade mit diesem Bollwerk. Einfach mal, um zu gucken, was passiert. Aber die Simulationsstätte schafft die Einigkeit. Und Einigkeit wollen wir ja auch ein bisschen... Da gehen wir mal drauf. Wir möchten ja Einigkeit schaffen für uns. Ja, dass wir da vorankommen. Okay, meine Lieben. Also, wir... wir haben die Serene im Griff. Ja, böse im Griff haben wir die Serene. Wir gucken uns nochmal Situationsprotokoll an. Sieg, Hall, Serene. Echt, die sind immer noch auf Rang 6. Haben wir denen trotzdem so wenig Schaden nur zugefügt? Okay, gut, wir haben noch keine Welten von denen. Die kommen ja jetzt. Die kommen jetzt, die Welten. Hier gehen wir nämlich nach Ralpol landen. Leute, das machen wir jetzt auch noch kurz. Wir gucken mal, wie die Schlacht von Ralpol aussehen wird. Und, oh Gott. Was für eine Bevölkerung, weil die haben immerhin 12 Planetary Ops Pacification drauf, Protocols initiated. Technological acquisition successful. Oh ja, böse. Schaut euch das Ding an. Und, boom, weg. Was haben wir erforscht? Wir können dunkle Materie abbauen. Perfekt. Nächste Folge gucken wir dann. Oh Gott. Nächste Folge gucken wir, was wir da bauen werden. Junge. Junge. Ich werde verrückt, ey. Halt, stopp. Unterlegen. Na gut, die sind uns nach wie vor in allem unterlegen. Heftig, meine Lieben. Also, das wäre es gewesen für diese Folge. Macht's gut. Schaltet wieder ein. Schaut zu. Seid dabei. Lasst ein Like da, einen Kommentar und ein Abo. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.